Dann wird hier wahrscheinlich bei Moutier irgendeine Brücke kommen. Würde ich sagen. Na gut, dann bauen wir erstmal hier oben. So, dann bauen wir erstmal einen S-Bahnhof. Tja, viel Platz ist jetzt hier nicht, ne? Kann man den irgendwo noch reinbauen? Na gut, da die nachher hochfahren, könnte man den da eigentlich hier reinquetschen. Und dann gibt es halt ein... schon ewig keine normalen Bahnhöfe mehr gebaut hier. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht hier. So. Und hier gibt es einen Bus, der zwischen den beiden Stationen pendelt. So, was hat man da immer? Also viele Busse hier. Ich glaube diesen komischen, wie hieß er? Der hier. So, da haben wir wieder einen Bus gebaut. Gab es ja schon lange nicht mehr. Der 90. Bus ist das erst. Ist aber wenig gefühlt. Da müssen wir halt umsteigen und müssen dann hier rumfahren. Oh, es passt mit dem Fluss nicht und der Brücke. Na gut, ist das halt so. Ah nee, Quatsch, das ist jetzt Käse. Ich würde eigentlich das Signal hier hinbauen. So. Hä? Ah, hab ich mich, glaube ich, gerade verklickt gehabt. So, das geht jetzt hier hoch nach Ulster. Da müsste man idealerweise das Hotel mitnehmen. Das Problem ist aber, das Hotel steht so blöd, dass hier ist das im Weg. Man müsste das Hotel wahrscheinlich hier so draufstellen und dann hier direkt die Kurve machen. Aber dann ist ja von der Stadt nicht wirklich was angebunden. Ich tendiere dazu, ob man... ob man hier einen Tunnel macht. Bei dem Hotel durch, dass man hier auf der Höhe rauskommt und das Hotel müsste ja dann eigentlich theoretisch auch noch innerhalb von dem Ring sein, oder? Ja. Bauen wir erstmal den Bahnhof, bevor die uns blöd finden. Das so wegen der... Ist das Hotel dann da immer noch drin? Wenn das bloß mit einer Kante? Ja, das kann also auch mit einer Ecke nur drin sein. Okay. Dann kann ich es noch eins hinterschieben. So, es ist der Bahnhof gebaut, es ist mir egal, wie die mich da finden.
Ach, ich lasse das gleich hier hinten rauskommen. So. Ach so, Mann, jetzt brauche ich noch eine 180er. Oh nee, das wollte ich eigentlich auch nicht. Die S-Bahn-Strecken, die haben doch, die haben doch auch, eine schnelle Anbindung. Eine 245er Anbindung. Ich glaube, hier könnte sich fast noch ein Bahnhof passen, aber ich glaube, das Problem ist an der Stelle. Achso, dann müsste man das hier hochplanieren. Ach, sie ist, weil da die Brücke ist. Aber ich glaube, Brücke auf Bahnhof, das geht mittlerweile. Ne? Hier können wir auch einen Bahnhof hinstellen. Also hier geht schon noch Erweiterungsmöglichkeiten hier bei St. Moritz und Rieden. Aber jetzt werde ich erstmal hinten weiter bauen, bevor jetzt wir noch mehr abgelenkt sind. So 245er Gleis. Schnell mal umgerüstet. So. Oh, was mache ich denn schon wieder für einen Käse? Passt das mit einer leichten Terraforming-Maßnahme? Ja. So, dann hätten wir das. Jetzt muss es noch nach Arosa kommen. Wobei natürlich wieder blöd ist, dass ja dieses der Schrottplatz steht, aber den kann man ja. Umfahren. Das ist denn hier der Schrottplatz-Ausguck. So, dann nutzen wir gleich mal hier die Kante für den Brückenkopf. Ich versuche mich noch mal an die Tastaturbefehle zu gewöhnen. Achso, es macht ja gar keinen Sinn, dass ich so eine langsame Brücke baue, wenn die hier Achso, da gibt es nichts Schnelleres, außer die Girder Bridge. Na, ist es halt so. So, wo baut man jetzt in Arosa den Bahnhof? Ich komme von hier oben. Hier könnte man rüber, hätte man hier unten aber wenig Einflussbereich. Ich finde übrigens interessant, wie groß Arosa ist, ne? Dafür, dass die eigentlich nichts haben hier. Stadt wächst überhaupt nicht. Schon interessant. Eigentlich müsste man hier diesen Block abreißen. Dann würde man die Strecke hier so rausführen. Hätte dann aber hier wieder das Problem, dass man dann hier irgendwo eine Kurve reinbauen muss. Man würde hier rüberkommen, hier die Kurve. Na gut, das würde vielleicht gehen. Wenn ich sage, wo kommt man hier raus? Dort unten. Hm.
Hier wäre halt cool, weil da hätte man das Hotel wieder mit drin. Und das bringt halt noch extra Fahrgäste. Kann ich das hier abreißen? Okay, das ging, ohne dass wir irgendwie bei denen jetzt anscheinend an Ruf verloren haben. Als Ausgleich kriegen sie auch eine überdachte Halle. So, dann komme ich, wenn ich jetzt hier vorne das Enddings baue. Dann komme ich da nicht vorbei, aber das ließe sich ja einrichten. Auch wenn das jetzt nicht die schönste Bahnhofszufahrt ist. So, naja, und jetzt? Tja, da müsste man hier nochmal planieren. Wenn ich hier die äußerste Kante nehme, dann komme ich da raus. Den Streckenabschnitt hier in dem Bereich erstmal nur eingleisig, dass der Zug dann da halt warten muss. Wir bauen erstmal hier oben das weiter. Aber warte mal, ich könnte stoppen.